Für den Rentenmarkt insgesamt war 2012 nicht immer ein einfaches Jahr. Nicht nur Staaten, sondern insbesondere auch Unternehmen bekamen die Schuldenkrise verstärkt zu spüren. Und jetzt, im Dezember 2012, ist es Zeit für eine kleine Bestandsaufnahme. Diese will ich machen mit Dr. Mirko Hecker von der Wolf & Hecker Finanzconsulting AG. Herr Hecker, wenn wir das Jahr 2012 Revue passieren lassen, wie würden Sie die Entwicklung bei Mittelstandsanleihen insgesamt beurteilen? Man kann sagen, das Marktsegment entwächst langsam den ersten Geburtswehen. Also die Kinderschuhe passen mittlerweile recht gut. Wir haben im vergangenen Jahr eine ganz rege Emissionstätigkeit jetzt auch wieder gesehen. Wir haben mittlerweile rund 90 Emittenten. Das Volumen der emittierten Anleihen beträgt rund 4 Milliarden Euro, sodass man umgerechnet sagen kann, also im Durchschnitt pro Emission knapp 50 Millionen Euro. Und das ist eigentlich genau das, was man sich von dem Marktsegment versprochen hat. Man hat eine ganze Reihe von Emittenten mittlerweile gewinnen können. Der durchschnittlichen Zinscoupons beträgen im Moment etwas knapp über 7%. Also insofern eine deutliche Differenzierung zu den klassischen traditionellen Fremdkapitalmärkten. Aber das ist ja durchaus auch gewünscht gewesen so. Auch in diesem Jahr gab es wieder eine ganze Reihe von Neuemissionen. Wie würden Sie denn die Neulinge beurteilen? Es ist eigentlich ganz positiv, die Entwicklung, muss man sagen. Also wir hatten im ersten Quartal eine recht rege Emissionstätigkeit, dann Q2, Q3 war etwas ruhiger. Jetzt im vierten Quartal gab es nochmal einige ganz interessante. Positiv festzuhalten ist sicherlich, dass wir eine weitere Differenzierung und Diversifikation auch der Unternehmen, was die Branchen angeht, gesehen haben. Also weg auch von der starken Lastigkeit im Bereich Solarenergie, was dem Markt natürlich auch im Ansehen geschadet hat. Das ist positiv zu sehen. Und wir haben einige Wiederholungstäter, möchte ich es mal nennen. Also wir haben von dem einen oder anderen Unternehmen jetzt bereits die zweite Emission auch gesehen. Und das ist durchaus ein Signal, dass sich die Unternehmen damit ganz wohl fühlen, offensichtlich mit der Entscheidung. Und dass sie natürlich auch bei den Anlegern weiterhin auf Interesse stoßen mit ihrem Angebot an Fremdkapital. Es gab in diesem Jahr immer wieder kritische Stimmen, die vor einer Blasenbildung bei Mittelstandsanleihen warnten. Zu Recht? Naja, es ist teilweise objektiv nicht ganz nachvollziehbar, muss man sagen. Man muss aber fragen, wann spricht man von einer Blase? Und zwar immer dann, wenn es Bewertungen gibt, die über das, ja mal, den fairen Wert deutlich hinausgehen. Das heißt exorbitante Kursanstiege. Das haben wir hier im Bereich der Mittelstandsanleihen definitiv nicht gesehen. Wenn man das mal vergleicht mit dem neuen Markt, dort hatte man innerhalb von 3 Jahren eine Verzehnfachung des Kursniveaus. Da sind wir ja weit davon entfernt. Der Bond-M-Index hat ungefähr 4% zugelegt in diesem Jahr. Sicherlich unter größeren Schwankungen, aber das ist für das Segment sicherlich auch nicht ganz unüblich und durchaus zu erwarten. Und die zweite Frage ist, wie verhalten sich die Anleger? Und da muss man sagen, sie sind durchaus sehr viel rationaler als vielfach dargestellt oder vielleicht auch befürchtet. Das hat ja auch die Studie der Börse Stuttgart gezeigt, dass sich auch die Privatanleger der Risiken, die sie hier, wenn sie in Mittelstandsanleihen investieren, durchaus auch sehr bewusst sind. Wir haben derzeit noch immer ein historisch tiefes Zinsniveau. Macht sich das auch bei der Emissionstätigkeit von Unternehmen bemerkbar? Na sicher, die Unternehmen nutzen natürlich im Moment das günstige Zinsniveau, um sich längerfristig zu refinanzieren. Das ist ja auch völlig richtig und legitim. Und insofern sehen wir da auch im Moment einige Emissionen. Wobei man auch hier sagen muss, auch die Anleger zeichnen nicht alles blind. Also sie schauen sehr wohl auf das Chance-Risiko-Verhältnis. Und es gab ja auch Emissionen, die trotz der vielleicht teilweise hohen Zinscoupons als nicht attraktiv erschienen und die ihre Emission nicht wie geplant durchführen konnten oder eben das Emissionsvolumen, das angestrebte, nicht vollständig platzieren konnten. Natürlich müssen wir jetzt bereits ins kommende Jahr blicken. Wie beurteilen Sie denn die Perspektiven für Mittelstandsanleihen für 2013? Naja, wir haben ja insgesamt am Anleihemarkt ein sehr gutes Jahr 2012 gesehen. Also gerade Corporate Bonds sind ja teilweise doch sehr stark gestiegen, weil die Privaten oder insgesamt Anleger natürlich nach Alternativen zu den sehr niedrig rentierlichen Staatsanleihen suchen. Also von der Seite muss man sagen, wird wenig Positives zu erwarten sein im kommenden Jahr. Ganz einfach deshalb, weil die Zinsniveaus auf historisch niedrigem Niveau sind. Die Umlaufrendite bewegt sich um die 1,5%. Da werden wir kaum Fantasie bekommen. Der zweite Aspekt, der natürlich für die Entscheidung wichtig ist, wie geht es weiter mit der konjunkturellen Situation, wie wirkt sich das auf die wirtschaftliche Situation der Emittenten aus. Wir haben jetzt in Q4 2012 und im ersten Halbjahr 2013, sage ich mal, zumindest in Deutschland, ein Tal zu durchschreiten, konjunkturell gesehen. Das dürfte aber in den Kursen weitgehend eingepreist sein, das ist nichts Überraschendes. Also insofern können hier, sage ich mal, positive Nachrichten eher auch für eine gewisse Belebung nach oben sorgen. Gleichwohl muss man
man sich bei der Auswahl immer natürlich anschauen, wie das einzelne Unternehmen dasteht, auch von der Finanzkraft her. Und sollte das konjunkturelle Tal länger andauern, wird man darauf natürlich ganz besonders achten müssen, um am Ende keine bösen Überraschungen zu erleben. Dr. Mirko Hecker, Wolf & Hecker Finanzconsulting AG. Vielen Dank für das Gespräch.